Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hausflipper, dem Heimwerker-Simulator bzw. Gartenflipper. Und wir werden heute von Katarzyna S. Sie müssen die Bäume fällen. Guten Morgen. Ich habe ein Baumgrundstück. Mein Großvater hat sie gepflanzt. Sie wuchsen und wuchsen, bis sie wuchsen. Sodass ich keine Sonne auf dem Grundstück war. Habe. Pflanzen unter ihnen wollen nicht wachsen und ich träume von einem Blumengarten und einem Sonnenbad auf der Terrasse. Ich muss zwei dieser Bäume fällen. Kann ich auf Hilfe zählen? Und ich träume immer noch von einem so kleinen Teich neben der Terrasse. Es reicht aus, die Bäume loszuwerden und einen kleinen Teich anzulegen. Ich kümmere mich selbst um die Blumen. Ach, können die mal Deutsch lernen? Das ist ja schrecklich. Ich meine, sind wir mal ehrlich, es ist ja... Ach. Und vor allen Dingen, da sind Bäume gepflanzt worden vom Großvater und jetzt sollen die weg. Also bitte, du musst noch 60 Fortschritte erreichen. Oh Gott. Herzlichen Glückwunsch, du hast das neue Tool freigeschaltet. Das Entfernen großer Bäume erfordert deren Enthauptung. Du wirst auf jeden Fall eine Axt brauchen. Beachte jedoch, dass der Baum aus Sicherheitsgründen so niedrig wie möglich geschnitten werden sollte. Was? Okay. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. So, muss ich hier was fällen? Fälle Baum. Nui, ich muss erstmal dahin, wo ich überhaupt die Bäume fällen soll, weil das hier ist ja alles nicht meine Aufgabe. Nee. Aha, hier kommen wir der Sache schon näher. Hier, vergrabe und fülle längs Teich. Schneide den Baum. Oh. Oh, das geht tatsächlich. Okay. Okay. Aha. Okay. Sehr, sehr spannend. Oh Gott. So, wir lassen ihn auf jeden Fall Richtung Haus kippen. So. Heide, nein, wie lange dauert das denn, so einen Baum zu fällen? Oh, oh. Du musst da unten ziehen, um den Baum richtig zu entfernen. Ja, wie kriege ich das hier jetzt entfernt? Okay. Ja, ich muss nach unten ziehen. Ich ziele nach unten. Hä? Okay. Was mache ich jetzt mit diesem einen Stumpen da? Vielleicht kann man die verkaufen. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ziemlich... Naja, die Axthandhabung ist ein bisschen gewagt. So. Aber hier mal schön ordentlich... Rinde lassen. So. Oh Gott. Ah, 3 Jahre später. Der Baum wurde richtig geschnitten. Jetzt kannst du stumpf wegwerfen. Was? Ich will den nicht wegwerfen. Okay. Frisch geschnittenes Gras. Honig auf mein Herz. Was? Schneide den Baum. Schneide den Baum. Ich habe aber den doch hier auch. Hä? Welchen Baum willst du denn jetzt hier noch geschnitten? Hier ist kein Baum mehr. Hä? Achso, vergrabe und fülle Längsteich. Ja, da wollen wir mal hier einen Teich anlegen, ne? So, Teich. Was ist das? Gartentreppe? Da sind alles Treppen. Wo ist denn hier der Teich? Okay.
Okay. Ja, nee, okay. Schwimmbecken mit Gegenstrom. Da weiß ich ja schon mal, was ich auf jeden Fall in meinem Garten mache. Ein kleines Schwimmbad. Gewiss, ja. Guten Morgen. Längsteich. Längsteich. So ein Wilse. Ja, den machen wir noch ein bisschen schöner. So, kaufen. Platziere Längsteich. Sie sitzen da. Da kann man den doch eigentlich hier so hinstellen. So, sehr detailliert geht's los. Und nochmal rein damit. Und nochmal. Und natürlich nochmal. Okay. Wunderprächtig. Ihr müsst jetzt zuschütten? Ja. Da hinten kommt die Hecke durch den Zaun. Fülle mit Wasser. So, Wischiwaschi, Blumen gießen. Kann man mit dem Gartenschlauch eigentlich auch Schmutz am Haus wegmachen? Oh, guck mal, was für ein Spiegel. Windstille, absolut glattes Wasser. Die Aufgabe ist erledigt. Okay. Das Rot an der Wand ist sexy. Okay. Das war ein recht zügiger Auftrag. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Substrate für Tinkturen statt Blumen. Mutter ging für ein paar Monate. Wenn sie wiederkommt, werde ich ihr sagen, dass die Blumen leider verfallen sind, weil ich zu oft goss. In der Zwischenzeit schneiden Sie bitte aus und bitte, 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 bitte meine Lieblingspflanzen pflanzen. Quitten, Drenise, Weintrauben und so weiter. Bevor ich das Haus verlassen, können Sie Blumen hinterlassen, damit sie bei der Rückkehr nichts bemerkt. Sie müssen alle hinter dem Haus verschwinden. Da ist meine Küche. Beifall. Alter. Also, ganz ehrlich, die Übersetzung bei Hausflipper an sich war teilweise schon grenzwertig. Die Übersetzung bei Gardenflipper ist die Hölle. Entschuldigt, aber das ist was der bah. 2 mittlere Kirschbäume. Okay. Entferne Unkraut. Was ist denn Unkraut? Okay. Ach so. Ah ja, hier, Moment, gehen wir erstmal hier hin. Was ist denn jetzt hier? Entferne Unkraut. Das ist kein Unkraut. Das auch nicht. Ganz schön verwildert, ne? Neue Fertigkeit. Okay. So. Unkraut entfernt. Pflanze die Pflanzen. Bacchus. 5 Stück. Was sind bin? Ach so. Sichtbare Muttermale auf der Minikarte. Ich glaube, wir nehmen erstmal großer Rasentrimmer. Schneller pflanzen, schneller graben. So, der meint sichtbar, also sichtbare Muttermale. Was sind Muttermale? Unkraut. Okay, keine Ahnung. So, egal, wir sollen Bacchus pflanzen. Wo ist denn hier der Shop? Da. Pflanzen, Bacchus, 5 Stück. Was sind Bacchus? Ich meine, ich könnte es eingeben, ich weiß, aber ich bin hier Profi, ich weiß, was zu tun ist. 5 Stück, also pflanzen wir 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack.
So. Jetzt noch offizielle Erde drum. Das könnte ich auch dann beim nächsten Mal skillen, dass das schneller geht. Abacus sieht aus wie Weintrauben. Also nochmal hier Löchle. Setzen, bedecken. Besser. Buddeln. Das mit gerade eben mit den Bäume fällen, mit der Aufgabe, das hat mich so ein bisschen an das Halloween-Special letztes Jahr erinnert. So, yay! Gruselige Stimmung, voll cool gemacht. Pum, fertig. Okay. So. Wobei, wie gesagt, ich möchte immer noch, dass man Häuser erweitern kann. Das wäre cool. Also quasi, dass man sagen kann, hey, komm mal hier, wir reißen die Wand da vorne weg und dann machen wir eine neue Wand. Das wäre schön. Oh, die haben einen Pool. Nice. Hier muss nicht gegraben werden. Doch, hier muss gegraben werden. Ich weiß gar nicht, was er hat. So, jetzt will ich hier rein, die bedecken. Zack, noch ein bisschen wässern. Fertig. So. Was haben wir denn jetzt? Ah, guck mal, hier ist auch noch was. Was müssen wir hier machen? Mähe den Rasen, entferne das Unkraut. Okay, also erstmal das Unkraut weg. So. Zack, wo ist noch Unkraut? Da ist noch Unkraut. So. Dann mähe den Rasen. So. So, ja. Zack. Wunderprächtig. %, aber hier mal durch. So. So. Schön, schön das ganze Gras hier weg. Ah, die Mutter. Kann das sein, dass die Muttermale quasi das Gras widerspiegeln sollen, wo noch was zu mähen ist? Aber wenn ich mir das so angucke, der zeigt mir ja oben auf der Minimap, zeigt er mir ja an, wo hier Gras gemäht werden soll. Oder wo noch Gras ist zu mähen. So. Hier zum Beispiel noch ein paar Kleinigkeiten. Da noch ein paar Kleinigkeiten. Da noch. Und da. Dann hier. Da so. Da so. Okay, hier ist die Aufgabe auch erledigt. Weg mit dem Ding. So, was haben wir hier noch? Aha. Auf dem ganzen großen Gelände muss auch noch Unkraut entfernt werden. Okay, verstehe. Und hier soll ich, was soll ich jetzt? Also Unkraut weg und mittlere Kirschbäume pflanzen und mittlerer Birnenbaum. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken. Kirsch. Mittlerer Kirschbaum. Kaufe viele. 2 Stück. Also pflanzen wir ein dahin. Und einen pflanzen wir dahin. So. Wollen wir die mal kurz einpflanzen hier.
So, Erde bedecken. Und bewässern. So, erster Kirschbaum. Zweiter. Ein Birnenbaum noch und Pflaumenbaum. Ein Birnenbaum und zwei Pflaumenbäume, okay. Hallo? Achso, das läuft noch gar nicht fertig. Hat er nicht gerade fertig angezeigt? Na, wahrscheinlich wieder angezeigt, hier darf nicht gebuddelt werden. So, zack. Okay. Dann ein mittlerer Birnbaum und zwei mittlere Pflaumenbäume. Einmal mittlere Birne. Und zweimal mittlere Pflaume. So, dann machen wir einen hier und einen machen wir hier. So. Gut. Überall Unkraut. Weg damit. So. Aber lass uns die erstmal einpflanzen. Weil hier haben wir auch noch Unkraut. Um das müssen wir uns auch noch kümmern. So. Ich frage mich ernsthaft, wie schnell man das machen kann. Warte mal, das. Oh Gott. Das testen wir aus. Pass auf, so, wir buddeln. Das ist aber die Frage. Da müssten wir ja auch noch schnelleres. Ach, stimmt, schnelleres Buddeln haben wir ja. Also schnelleres Pflanzen, etc. So, aber wenn ich jetzt Coin jetzt hier beige, ich habe das Loch jetzt ausgehoben, dann gehe ich ja hier drin. Und dann kann ich doch gleich. Ja. So. Den hier noch aus. So. Das heißt, zack, zack. Und jetzt haben wir schon hier bis auf das Unkraut, was noch entfernt werden muss, alles weg. Ab jetzt kannst du Aufgabe komplett beenden. Die will ich ja noch gar nicht. Also ich will das hier fertig machen. Ich höre doch nicht mittendrin auf. Da ist schon. So. Da ist auch noch ein Kraut. Was müssen wir denn hier pflanzen? Okay, hier müssen auf jeden Fall noch ein paar Pflänzchen hin. Zierquitte. Gut, das ist aber nicht weiter schlimm. Hier können wir theoretisch auch dann weitermachen. Okay. So. Was ist hier noch? Hier ist auch noch irgendwo. Wo ist denn der Unkraut? Hä? Da. So. Schön, dass man den Unkraut um den Pool entfernt, als ob er das nicht selber könnte. So, ja. Witzig, auch so einige Stellen so ganz praktisch gemäht, ne? So, das heißt, jetzt haben wir gleich auch das Größere hier. So, zack, erledigt. Das geht. Jetzt müssen wir hier noch was machen, ne? Was hier? Ein weiter war es. Hier in dem Gebiet, genau. Zweimal Kornelkirsche und dreimal Zierquitten und dreimal Johannisbeere. Aber, liebe Lüt, das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge fertig. Das sind ja im Endeffekt noch sechs, acht Pflanzen platzieren. Das kriegen wir schnell hin. Das soll es mit der heutigen Folge auf jeden Fall gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.